Hey meine Freunde, herzlich willkommen zu einem der letzten Videos für FIFA 22. Und zwar gucken wir uns jetzt hier nichts direkt im Spiel an, sondern wir gehen in die Karten, die dieses Jahr so rausgekommen sind. Schauen uns das Design an, was wir als das Schönste oder das Hässlichste empfinden. Wir fangen direkt an, gehen direkt hier schnurstracks durch. Das hier müsste Rulebreaker sein. Und Rulebreaker fand ich nie so ultra geil. Mir hat das nie so mega schön gefallen. Deswegen würde ich hier mal auf den C gehen. Wir haben dann hier die Champions League Karte, die fand ich eigentlich ganz geil mit diesem Haken hier unten und dieses Lila und dann was ins Blaue geht, fand ich richtig cool. Was ich hässlich fand, waren diese Man of the Match Dinger. Die Flashback Karten fand ich hingegen eigentlich ganz okay. Die Europa League Karten fand ich sau hässlich. Was war das nochmal? Conference League Karten oder so? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Aber die fand ich auch nie so ultra schön. Daher würde ich das jetzt einfach mal so bewerten. Die Base Icon. Ist das eine Base Icon? Auf jeden Fall fand ich das Design der Icons dieses Jahr gar nicht so geil. Da können wir einfach direkt eigentlich alle reinmachen, die wir haben. Das sind nur die zwei, okay. Und die Standard Goldkarte fand ich auch sau hässlich. Was ich dafür richtig schön fand, waren die Karten, die wir gekriegt haben. Die Red Picks einfach. Die fand ich richtig toll. Hat immer wieder was hergemacht, wenn man so eine Karte im Team hatte am Anfang. Sah richtig geil aus. Was ich nicht so geil fand, waren diese Record Breaker war es, glaube ich. Wo dann einfach dieses Blau und dieses Rot, einfach Blau und Rot ist einfach sau disgusting. Hier haben wir nochmal, das ist eine andere. Wie die? Die finde ich schöner als die. Aber beide eigentlich ganz nett. Das ist dann die Base-Karte oder so. Das ist, glaube ich, Champions League Man of the Match, wenn ich mich recht entsinne. Ja, war ganz okay. Hier haben wir noch so eine Champions League-Karte. Machen wir auch da rein. Weil die finde ich eigentlich relativ hässlich. Die Team of the Week Karten waren ganz okay. Ich mag einfach das dunkle Kartendesign sehr gerne. Und das Dunkel auf Gold kommt eigentlich immer sehr gut. Die Europa League? Nee, das waren die Conference League Karten. Die fand ich eigentlich ganz geil. Das Grüne mit dem Schwarz fand ich echt schön. Die Version von der Europa League Karte fand ich dann besser als die. Die finde ich absolut grässig. Was ist das denn? Das sind die ganzen Europa League Karten, die will ich alle hier hinschmeißen. So, dann haben wir den absolut hässlichsten Kartendesign, den es gibt. Machen wir die 2, 3, 4 gerade hier rein. Das ist die Moments Karten, die fand ich alle hässlich. Alle hässlich. Genauso wie Swans to Watch fand ich ebenso eigentlich ultra hässlich. Was haben wir hier? Ah, das war End of an Era. Das fand ich eigentlich ganz cool. Auch dieses Lila und dieses Blau fand ich nicht schlecht. Team of the Season sah dieses Jahr ultra schick aus. Oder ist das Team of the Year? Ne, das ist Team of the Year. Das Design fand ich richtig cool. Dieses Dunkelblau auf diesem Gold fand ich richtig sexy. Und das müsste der Player of the Month der Premier League gewesen sein. Fand ich okay. Der Man of the Match. Ne, was war das? Keine Ahnung. Sieht hässlich aus. Das waren die Moments, Team of the Year Moments oder ja, Player Moments Karten, glaube ich. Die waren eigentlich ganz okay. Was das ist, keine Ahnung. Was das ist, war das das Future Stars? Das war, glaube ich, das Future Stars Design. Das fand ich eigentlich ganz cool. Das Man of the Match der La Liga fand ich auch cool. Player of the Month der La Liga fand ich auch cool. Das Bundesliga Player of the Month fand ich auch richtig geil. Eben dieses Schwarz, was dann ganz edel aussieht mit diesem weiß-silbernen Rand, fand ich richtig geil. Dafür war der Player of the Month der Liga richtig hässlich. Also wirklich richtig hässlich. Blau und Gelb oder was das ist oder ein Grün, das sieht einfach ultra scheiße aus. Was waren das? Die Headliners. Die fand ich eigentlich gar nicht schlecht. Genauso wie die orangenen Adidas. Waren das die Adidas-Karten? Die fand ich auch nicht schlecht. Einfach mal was ganz anderes, sehr auffällig. Was war denn das hier? Die Foot 22, was war das hier? Waren das nicht diese Karten, die man gekriegt hat, als Rewards, alle 15 Level? Waren das die? Ich glaube, das waren die. Fand ich auf jeden Fall gar nicht so geil. Genauso wie den Eredivisie Player of the Month, ultra hässlich. Die Eisversionen, die Eiskarten hier und die Feuerkarten fand ich beide nicht so schön, wobei ich die Feuer noch ein bisschen schöner finde als die Eiskarten. Dafür fand ich die Winter Wildcards. Die Winter Wildcards fand ich eigentlich ganz cool. Dieses dunkelgrüne hat einfach gepasst zu der Stimmung. Fand ich eigentlich ganz geil. Die Silberkarten
hingegen fand ich nicht so geil. Die Showdown-Karten fand ich in der geupgradet-Version doch ganz, ganz schick. Dafür in der Basic-Version eigentlich richtig hässlich. Die Team of the Season, das waren ultra geile Karten einfach. Die Foot Hero Captains fand ich auch richtig cool. Genauso wie die normalen Foot Captains fand ich richtig sexy. Und das waren, glaube ich, die Team of the Season Nominees, so wie die hier vom Team of the Year. Fand ich eigentlich beide ganz geil. Copa Libertadores fand ich eigentlich okay. Hatte ich ja halt keine Karten davon im Verein, deswegen sind die einfach mal da. Sind es die Footies? Das sind, glaube ich, die Footies. Fand ich eigentlich recht schick. Einfach mal was ganz anderes nochmal versucht, da mit diesem komplett hellen, grellen Pink. Fand ich eigentlich ganz cool. Dafür fand ich die geupgradete Version der Foot Birthday Karte schon nicht so geil und die Basic Karte noch viel ungeiler. Der Foot Fantasy fand ich ganz okay, war jetzt auch nicht so ultra geil. Was haben wir hier? Ah, das waren die Heroes. Die Heroes fand ich cool. Aber kein S, war ein gutes A. Fand ich ganz cool. Ist halt auch eben so. Also, ja, ich mag diesen Ton. Und die Shapeshifter-Karten fand ich wirklich richtig sexy. Dieses dunkle, ist es Saphir? Saphir-Grün ist es, glaube ich. Bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich habe Pokémon schon. Ist schon lange her, als ich Pokémon gespielt habe. Aber das wäre so mein Ranking von den Special Cards dieses Jahr, beziehungsweise den Karten dieses Jahr, die es gab. Können wir einfach mal durchgehen bei D, was ich ultra hässlich fand. Ja, klar, die fand ich. Weiß auch nicht, ich fand so einfach, was hässliche Farbkombinationen hat. Die Man of the Match fand ich eigentlich. Gut, kann man auch auf C gehen. Fand ich. Okay, fand ich halt relativ langweilig. Die Europa League-Karten waren sauhässlich. Die Gold-Karte war sauhässlich. Diese Basic Champions League-Karte war auch hässlich. Ich mochte einfach das ganze Tick-Tack-Tick irgendwie nicht hier. Auch hier, die Man. Bei der Man of the. Bei der Moments. Bei den Moments-Karten hier war dieser Bogen einfach super einfach hässlich. Weiß auch nicht, ich fand ihn einfach hässlich. Vor allem war dann halt auch immer so ein normales Player-Bild drauf. Also nicht wirklich irgendwas Krasses, kein individuelles Bild, sondern halt immer dieses Basic Face und das sah dann einfach ultra scheiße aus. Über den Eredivisie Player of the Month muss man, glaube ich, nicht reden. Die können wir von mir jetzt auch noch dahin ziehen, weil das eigentlich eine coole Farbe ist. Ach nee, das sind nicht die Dings. Wie hießen die denn? Wie hießen denn diese Spieler? Das waren doch diese Spieler, die irgendwas Krasses für den Verein geleistet hatten. Da doch. Oh mein Gott, ich habe vergessen, wie die heißen. Aber die waren auch richtig cool, die Karten. Die waren brutal teuer, aber die waren eigentlich ganz cool. Was haben wir noch? Ja, Player of the Month, dieses Lila mit dem Gelb finde ich ultra, ist sauhässlich. Und ansonsten passt das hier eigentlich. Bei C, ja gut, die Icons fand ich auch nie krass. Das ist, glaube ich, die Moments-Version, das ist die Prime oder so, keine Ahnung. Ja, die waren nie so wirklich geil. Ich weiß nicht, dieses Orange-Rot mochte ich nicht so wirklich. Sah einfach komisch aus bei den Foot-Birthday-Karten. Nee, Foot-Fantasy, oder? Das war Foot-Birthday, ja, der 13. Geburtstag. Das war Foot-Fantasy. Ja, die Foot Fantasy fand ich auch irgendwie, das war komisch, da darf keine Schrift irgendwie rein, sonst finde ich es irgendwie eklig, sieht komisch aus, vor allem, weil man die Schrift eh nie wirklich komplett sieht. Genauso wie bei den Foot Birthday Karten, wo man diese 13 auch nie wirklich gescheit gesehen hat. Bei B, da habe ich einfach so Karten, wo so ein bisschen, also zum Teil auch eben so ein bisschen was raussticht, wie jetzt eben gerade bei diesen Champions League Karten. Das fand ich geil, diese Haken, die da noch so ein bisschen rausgehen und da bei dem Flashback, wo dann so einfach etwas über den Kartenrand hinausgeht. Auch hier bei der grünen Karte ultra geil. Und halt bei den Showdown-Upgrades dieser gelbe, goldene Rand, der dann eben so ins übergeht ins Weiße, wo man halt einfach so ein Halb-Halb hat, fand ich eigentlich richtig geil. Die Winter Wildcards haben einfach zur Stimmung gut gepasst. Hätte ich so an sich, würde ich die Karten eigentlich gar nicht geil finden, aber dieser dunkle, dezente Ton macht es eigentlich relativ schön. In der A-Kategorie, ja, gut. Halt einfach relativ basic aussehende Karten. Vielleicht, ja, die Footies waren jetzt vielleicht nicht so basic, weil die doch schon sehr, sehr grell, sehr, sehr auffällig sind. Die Future Stars dürfte das sein. Auch, aber ansonsten relativ gediegen. Genauso wie das S, die S-Tier-Karten. Klar, die Team of the Seasons haben halt, und das Team of the Year hat auch so ein bisschen dieses über den Rand hinaus.
Und dieser Blitz da beim Team of the Season hätte auch nicht unbedingt sein müssen. Also ich fand es teilweise bei einzelnen Karten echt schwer, die zu unterscheiden. Rein optisch. Aber an sich fand ich das Team of the Year Design, dieses dunklere Blau oder dieses tiefere Blau einfach nur nochmal einen Tick schöner als hier dieses mehr Gelb-Goldene bei dem Team of the Season. Und die Food Captain Karten fand ich einfach richtig edel lieber. Dieses Dunkelblau, dieses C oder diese Kapitänsbinde, die da so drauf ist, sind schon richtig, richtig sexy. Und dieser eine Buchstabe, den hat man dann halt auch irgendwie noch so ein bisschen gesehen. Den fand ich eigentlich gar nicht schlimm. Aber wenn da halt so Wörter draufstehen oder so Zahlen oder sowas, finde ich es halt einfach irgendwie dumm. Und bei den Shapeshiftern jetzt zuletzt, da fand ich halt einfach die Karten geil, weil es einfach so nochmal was anderes war. So gegen Ende nochmal so ein schönes Grün, so ein saftiges Grün. Nicht so ein grelles wie bei den Europa League Karten oder Europa Conference League Karten, sondern eher so ein, ja, wie soll ich sagen, dieses, ich fand es einfach hier schöner. Punkt. Hör auf mit mir zu diskutieren. Das war mein Ranking zu den Kartendesigns in FIFA 22 und wir starten bald rein in FIFA 23. Ich freue mich sehr drauf, seid mit dabei auf diesem Kanal. Kommt auf den Discord und wir sehen uns beim anderen Video. Bis dann und tschüss.